denn es ist wieder soweit. Ihr habt einen Sportler des Monats gewählt. Und Sportlerin des Monats Januar im Jahr 2014 ist Alicia, unsere Jujutsu-Fighterin. Viel Spaß! Ich bin Alicia Brückner, ich bin 16 Jahre alt. Ich gehe momentan in die 10. Klasse. Ich betreibe Jujutsu Fighting seit etwa 6 Jahren. 2011 habe ich auf der Jump Open den ersten Platz gemacht. 2012 habe ich bei der Kodokan Open den ersten Platz gemacht. Bei der Deutschen Meisterschaft den zweiten Platz. Dieses Jahr habe ich auf der Jump Open den 3. Platz und auf der Weltmeisterschaft den 5. Platz belegt. Eigentlich habe ich mit 5 Jahren mit dem Judo angefangen und habe dann aber durch meine Mutter mit dem Jujutsu angefangen. Erst mit dem normalen, also mit dem ganz normalen Selbstverteidigungs-Jujutsu. Habe dann aber ein Jahr später Jujutsu Fighting entdeckt. Und momentan ist es dann, also jetzt ist es meine Leidenschaft geworden und ich mache das halt ziemlich gerne. Ja, also einmal in der Woche trainiert mich meine Mutter. Aber das ist dann halt normales Jujutsu-Training in Selbstverteidigung. Und sonst trainiert mich mein Trainer, Uwe Steinmetz, und Rachid Dreio. Ich betreibe es auch gleichzeitig, also Judo und Jujutsu. Und habe dann mal Judo-Training und dann mal Jujutsu-Training. Also ist eigentlich mir überlassen, wie ich es mache. Judo besteht eigentlich aus Werfen und Bodentechniken und Jujutsu Fighting besteht noch aus Schlag- und Tritttechniken, die es beim Judo halt nicht gibt. Also man hat 3 Parts. Der erste Part besteht aus Schlagen, Treten, der zweite aus Werfen und der dritte aus Bodenkampf, Hebeln, Würgen und Festhalten. Also meine Stärken sind, dass ich ziemlich, also mein Kampfgeist, der ist ziemlich groß, dass ich auch, wenn ich jetzt zurückliege, dass ich dann nochmal wirklich Vollgas gebe, dass ich nochmal diese Punkte aufhole. Meine Schwächen liegen darin, dass ich halt noch mehr konsequenter sein muss und mehr variabler. Also, dass ich mehr die Techniken mir mehr überlegen muss und dann halt, dass ich mir dann überlege, wie ich dann rangehe und was ich dann stattdessen der Technik, die mir gerade nicht gelingt, mache. Also auf jeden Fall möchte ich Weltmeisterin werden. Nächstes Jahr finden die EM in Schweden statt. Daran würde ich auch gerne teilnehmen und die WM in Mexiko. Und es wäre natürlich auch mein Traum, da wirklich mit hinfliegen zu dürfen, dass ich auf jeden Fall im Bundeskader bleibe und die mich auch im Bundeskader behalten möchten. Ich möchte auf jeden Fall noch bei den World Games teilnehmen und die sind vergleichbar mit den Olympischen Spielen, halt nur für die noch nicht olympischen Sportarten. Wir versuchen alles, damit Jujutsu halt olympisch wird und es wäre natürlich auch mein größter Traum, dass es olympisch wird.